jetzt. Ja, der ist schon dran vorbei. Alles tipptopp, danke. Und nein, heute war ich arbeiten. Und wie geht's dir? Heute warst du wieder arbeiten? Ich hoffe, es war sehr kundenorientiert. Bei mir geht's schon weitaus besser. Ein Stoffintus. Viel Spaß euch zwei. Nur Idioten heute unterwegs. Naja, du kennst, ne? Dann hat man Glück, dass es mal sowas nicht unterwegs ist, ne? Habe ich einen Walter gesehen. Ich weiß nicht, ob das gerade so gut war. Oh, könnte man machen. Also nochmal nach oben fahren? Aber ich bin da an einer ganz heißen Spur dran. Wie ich ihn hier rauskriege. Schnarcht, ey. Ja, der muss damit zum Arzt. Vielleicht hat er Schlafapnoe. Kurz hier gucken. Liegt hier noch irgendwie was rum? Wir wollen nichts riskieren, Leute. Wir wollen nichts riskieren. Aufstehen! Boah. Müssen hier zwei sein? Du erkennst mich hier, ne? Oh nein, nicht festhaken! Oh fuck! Er ist gestürzt. Ich hab dich gehört. Hallo? Komm raus.
Bleib bloß bewusstlos, Junge. Muss nur auf Nummer sicher gehen, ob hier nicht einer nachgespawnt ist. Nein. Ich trage, wie jeder andere, auch nur einfach so einen Körper über der Schulter und, ne? Macht doch fast jeder Zweite, oder? Der kaiserliche Arzt persönlich. Hervorragende Arbeit. Bringen Sie ihn her, dann legen wir ab. So. Also ich habe 5 Kills und 14 Bewusstlose. Okay, er sagt 6 Gegner eliminiert. Das, was ich ins Wasser geworfen habe. Also den Typen. Heißt also, wenn ich Bewusstlosen ins Wasser werfe, ist ja irgendwo klar, ne? Töte ich ihn. Gut, das war ja das, was ich ja meinte, dass wir das im Hinterkopf behalten müssen. Leichen oder bewusstlose Person entdeckt. 2, gut, das waren jetzt die 2 auf der Straße. Aber ich hab 14 Bewusstlose. Gut, der eine davon ist draufgegangen. Gut, müssen wir dann halt auf 6 Eliminierte hochzählen. Also sind es nur 14, ne? 13, so. 13. Aber, ne? Ne? Runen gefunden, alle. Knochenartefakt alle gefunden. Outsider-Schreine gefunden. Gemälde von Sokolov gefunden habe ich nicht. Ich habe natürlich nicht alles Geld. Aber guck mal, ich habe schon weitaus mehr Geld geholt wie davor. Ne? Also? Dankeschön, 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 Dankeschön. So, dann machen wir mal weiter. Das war die Statistik. Sie haben aus dem alten Zwinger eine Zelle für Sokolov gemacht. Fußfesseln inklusive. Er wird geschockt aufwachen, all das Stroh, all die Hundehaufen. Aber er ist wohl schon an schlechteren Orten aufgewacht. So wie wir alle. Gut gemacht. Ein Dutzend Soldaten hätte das nicht besser gemacht. Sokolovs Wissen wird es uns ermöglichen, den Lordregenten selbst zu treffen und ihr altes Leben zurückzubekommen. Bald müssen wir uns nicht mehr im Schatten verstecken. Der kaiserliche Arzt ist brillant, aber es war dumm von ihm, den Lordregenten zu beschützen. Sokolov gab uns das Elixier, die Kriegsmaschinen. Wir hätten eine große Nation werden können. Jetzt zahlt er den Preis dafür, einen Tyrannen unterstützt zu haben. Mein Dank gebührt Ihnen, Sir. Wenn Sie sich ausruhen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit. Darf ich mich jetzt endlich mal ausruhen? Ach, wie nett von euch. Genau, wir wollen erstmal Emily noch gute Nacht sagen, ne? Bei der neuen und zukünftigen Kaiserin einschlagen. Wo war ihr Bett? Also nicht das Bett, sondern da, wo sie pennt. Ich arbeite an einem neuen Blitzpfeiler. Achtung, er wird vermutlich. Ich höre da nämlich schon wieder manuell am Tippen, ey. Wo pennt die Lütte denn? Ich hab das nicht gemerkt. Oh, guck mal, Schlüssel zum Hauptraum des Pubs. Ich hab Schlüssel gefunden. Leck mir am Arsch, Marie. Ruhig. Na, Gucker?
hier sind auch noch mal... Oh, ich mach schon wieder Geld. Mach doch schon wieder Geld. Drei Fingers, ne. Ah, da gibt auch noch mal eine Münze. Vielleicht hast du dir was überlegt zu schreiben. Nee, das war mal dieses geistige Klimpern in meinem Kopf. So. Ich hab dir genau mitgekriegt. Ich hab's voll gespürt. Achtung, Bürger von Dunwall. Ab sofort muss man. Corvo, kann ich Ihnen etwas sagen? Ich habe einen geheimen Zufluchtsort ganz in der Nähe, für den Fall, dass die Stadtwache uns finden sollte. Eine leerstehende Wohnung auf der anderen Straßenseite. Ich denke nicht, dass jemand davon weiß. Aber ich kann Ihnen vertrauen. Der Schlüssel liegt oben unter meinem Bett. Falls nötig, werden Sie dort sicher sein. So wie ich auch. Okay, dann gehen wir mal nach oben und holen nochmal einen Schlüssel. Ich weiß, wo die pennen. Sollte das dieser Schlüssel sein? Nee, der hier pennt doch da. Das war nicht unterm Bett. Ihren Schlüssel unterm Bett sein. Während des schrecklichen Mordes an ihrer Mutter vor 6 Monaten wurde Lady Emily Caldwell entführt. Jeder, der Hinweise besitzt, die zum Auffinden und zur Rückkehr der Tochter unserer geliebten Kaiserin führen, hat sich umgehend bei der Stadtwache zu melden. Wo pennt die Lütte denn jetzt? Schlüssel nicht? Der Meinung, dass ich doch den Schlüssel jetzt habe. Noch mehr Kohle machen. Die Wohnung auf der anderen Seite. Ja. Die Wohnung. Mhm. Ja, erstmal ausfahren. Das ist nicht komisch, dann warte mal. Hier haut. Deine maximale Gesundheit wurde leicht. Oh, das ist auch sehr schön. Das ist auch sehr schön, Leute. Hier geht's noch nach oben. In den Raum noch rein. Das ist auch nochmal Geld. Muss meine Luther-Nase hier definitiv nutzen. Zerschwert, okay. So. Haben wir die Wohnung hier schon mal leer gemacht, aber Dings haben wir immer noch nicht gefunden, die Lütte. Und die Tür ist auch zu. Auch zu, auch zu, auch zu. Ja, also ich bin jetzt von der, also in der Meinung, dass die Lütte eigentlich hier pennen müsste. Weil hier die meisten sind. Achtung, Bürger von Dunwall. Beachten Sie, dass die Plünderung evakuierter Gebiete ein ernstes Vergehen ist, das von wachhabenden Offizieren umgehend bestraft wird. Zeigen Sie Ihren Stolz auf Dunwall, indem Sie Eigentum und Rechte anderer in diesen schweren Zeiten respektieren und bewahren Sie die zeitlose Schönheit unserer herrlichen Stadt. Das ist auch nicht hier. Gucken wir mal drüben da. Bitte seien Sie so leise wie möglich. Emily konnte nicht einschlafen. Arme Kleine. Alles ist gut. Ich bin hier. Sie scheint fröhlicher zu sein, wenn Sie hier sind.
auch wenn ich weiß, dass sie in der Stadt wichtige Dinge zu tun haben. Ja. Hier irgendwas. Oh ja, noch mehr Kohle. An ihren Tischmanieren muss ich nicht arbeiten. Sie weiß Bescheid, auch wenn sie es nicht zeigen will. Sie hält den Löffel lieber falsch herum, wie ein Schwert. Dann wieder ist sie ganz vornehm und fragt nach einer Teeparty. Die wollte ich gerne ausrichten, aber ich habe keine richtigen Teller. Und statt Stoffservietten nur das Barputztuch und Bierkrüge statt Teetassen. Ich habe nach passenderem Geschirr gefragt, aber sie haben einfach andere Sachen im Kopf. Jetzt geben Emily und ich vor, ein feines Dinner auszurichten. Mit Papier und Dingen, die sie hier und da fand. Vermutlich auf dem Boden. Seltsam für eine Prinzessin, aber was soll's. Bitte, lass mir eine Kerze. Es wird so dunkel und ich kann Mutter nicht sehen. Ich will nur eine Kerze. Wo ist Corvo? Hier. Rosch. Gut. Sind wir ganz ehrlich, Mille, wie kommst du hier hoch? Naja. So. Haben wir das erledigt, dann können wir jetzt mal ratzen gehen. Hachipu. Füße ratz. Mehr Geld. Achtung, Bürger von Dunwall. Ab sofort muss Wasser aus. Ah, also ich weiß nicht, die Durchsagen würde ich schon minimieren, ne? Oh, Betäubungsbolzen. Oh. Pendelbelohnung. Ah. Pendelgelegenheit mit meinen Brüdern war sehr schmerzvoll für mich. Darüber möchte ich nicht mehr darüber sprechen. Aber ich bin ihnen zu Dank verpflichtet. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie sich ihrer auf andere Weise entledigen konnten, Mann, ohne sie umzubringen. Brillant. Wo immer sie auch sein mögen, selbst wenn es ihnen schlecht geht, so sind sie wenigstens am Leben. So werde ich sie vielleicht eines Tages wiedersehen. Ich kann ja auch reinstecken. Kein Problem. Boah, ist nun Gefallen schuldig. Und dann weiter. Oh, da habe ich Kohle. Habe ich irgendwo meine Kohle hier im Vorfeld? Ja, guck mal, 2353 Münzen. Mal gucken schon, ne? Ich war fleißig beim Sammeln. Corvo, aufwachen! Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Callister holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Auch richtig, dass ich das gesagt habe, oder? Wie ja nett. Sag mir nicht, dass das Corvo sein soll. Auch wenn Daddy da drüber steht. Corvo, hier ist ein Bild, das ich von dir gemalt habe, ohne deine gruselige Maske. Wieso steht da Daddy? Schatz, ich kann dir das erklären. Ich weiß nicht, worum es geht. Corvo, vielen Dank, dass Sie mir ein Leben nach Weiner organisiert haben. Ein unschätzbar wertvoller Fund für meinen alten Freund an der Akademie für Naturphilosophie. Weil lebende Exemplare nur sehr schwer aufzutreiben sind. Sie können sich sicher sein, dass mein Kollege die Situation so menschenwürdig wie nur möglich handhaben wird, Piero. Na, zack, zack. Meinst du die Pfeile? Das sagen sie alle. Muss auf meiner Seite stehen, Junge. Okay, sie ist schön am Lesen. Wunderbar. Bin ich wieder in so einer komischen Traumwelt. Noch besser. Hm.
Wenigstens komme ich nicht mit dieser komischen Ausrede. Ich bin gestolpert und in sie gelandet. Ist mal ganz ehrlich, liebe Männerwelt. Dämlich muss man denn sein. Was als sowas zu behaupten ist. Jetzt wieder das Buch. Nichts weiter. Hier oben gucken. Hier ist Werkstattschlüssel. Ich weiß nicht, die Portale an der Wand, die er da gemacht hat, es gibt ja zwei Stück, habe ich jedenfalls gesehen. Die werden bestimmt irgendwie noch genutzt, ne? Indem es dann doch wirklich Portale werden. Was würde ich sagen, wenn Sokolov tot ist? Bei seiner Beerdigung. Vielleicht so etwas. Sokolov ist tot. Für immer verschwunden. An der Akademie waren wir Rivalen. Ja, war neidisch auf meinen wachen Geist und meine jugendliche Energie. Aber nun ist er tot. Und was kann ich dazu sagen? Sokolov hat einige Erfindungen verbessert. Er konnte sich damit über Wasser halten. Und hatte viele aristokratische Bewunderer. Besonders solche, denen ein solider Hintergrund auf dem Gebiet der Naturphilosophie fehlte. Er war ein Porträtmaler. Man sagt, seine Werke seien genial. Doch ob das wahr ist, wird die Zeit zeigen. Also ich habe nicht viele Kinder, die zu mir Papa sagen. Also von daher, Manuel, ich glaube, das... Nein? Was ist hier verdächtig, Schatz? Da ist nichts verdächtig. Ich bin ausgerutscht genau in sie rein. Als ich aufstehen wollte, bin ich nochmals ausgerutscht. Und das hat sich ein paar Mal wiederholt. Ich muss dazu mal sagen, der Bekannte von mir damals, wir hatten dieses Thema tatsächlich mal aufgegriffen, weil es hieß... er ist von der Leiter gestürzt und dann halt auf sie, ne, und viel Spaß. Wir haben diese Szene tatsächlich mal so weit nachgestellt, bis auf, ne, bin auf die Leiter gegangen, sie hat die Leiter festgehalten, weil das war so, glaube ich, diese Voraussetzung, weil sie stand irgendwie hinter ihm. Und dann meinte ich so, gut, also jetzt falle ich irgendwie, weil ich mich verkehrt bewegt habe. Das heißt, ich muss mich dann dabei teilweise umdrehen, dann habe ich mich dann halt umgedreht. Dann sage ich so, sie konnte die Leiter nicht halten und ist nach hinten gestürzt. Sage ich, und jetzt müssen wir in Zeitlupe berechnen, wie die Klamotten in dieser Zeit, in dem Fall, auf einmal vom Körper gleiten und verschwinden und ich dann komplett auf die liege und dann gleichzeitig auch noch in die rein. Wir haben das dann versucht, so ein bisschen nachzustellen, außer das Ausziehen. Also egal wie, ich wäre definitiv nicht so auf sie gelandet. Aber der Tag, der hat Spaß gemacht. Muss man sagen. Wir haben da dann noch andere Fantasien gehabt, wie das dann zustande kommen könnte. Also es hat richtig Spaß gemacht. Aber war halt eine gute Freundin, ne? Wallace macht den Hof sauber. Nicht wie der heißt? Eine. Das ist auch meine Ziehtochter. Oh, sieh noch gut.